Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, der Sommer neigt sich langsam dem Ende und jetzt wird es wieder interessanter für uns PV-Anlagenbesitzer. Ja, warum wird es interessanter? Ja, jetzt trennen sich langsam die Spreu vom Weizen, ob man die Anlage richtig geplant hat, ob man auch die ganzen Verbräuche zu Hause einigermaßen eindämmen konnte, ja, oder ein bisschen begrenzen kann. Und ja, jetzt wird es dann schon mal zum Winter mal wieder spannend, wie auch mal die Ausrichtung ist von den einzelnen PV-Modulen. Das habe ich heute auch wieder mit drin, so ein kleiner Spoiler vorweg. Ja, das habe ich ja früher mal ganz gerne gemacht, ja, letztes Jahr oder so, habe ich immer die einzelnen Winkel mit ja, dazu gezeigt, welche Auswirkungen so ein Winkel hat und welchen Ertrag man irgendwo erwarten kann. Das gibt es heute auch wieder, ja, und ich würde sagen, jetzt fangen wir wie gewohnt mit dem Ganzen wieder an und starten wir mal mit dem Wetter. Wie war das Wetter bei uns in Kasing, ja, da wo ich wohne. Das vom 1.9. bis zum 30.9. war es bei uns so, dass am Anfang recht gut losging. Ja, da war es schön warm, richtig ja, sonnig teilweise noch. Also es war schon in Ordnung. Ja. Und dann ging es rapide bergab, das sieht man dann hier. Ja, und dann ging auch das erste Mal heuer die Wärmepumpe mal an. Ja. War halt nötig, ja, da war es einfach zu kalt auch. Wir haben jetzt aktuell, wie gesagt, Altbausanierung. Wer meinen Kanal verfolgt, der hat es auch gesehen, dass ich aktuell dabei bin, ja, die unteren letzten Räume, die noch sehr, sehr alt sind, irgendwo zu sanieren. Ja. Und da ist natürlich jetzt alles offen, Türen draußen, Fenster offen und so weiter. Und da sind wir jetzt richtig zapfig da unten. Und das zieht sich natürlich da auch irgendwo das ganze Haus durch. Ja, also da ging dann die Heizung mal an und auch zum Ende ging sie nochmal an. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, das Wetter war aber, wie gesagt, am Anfang recht schön. Es war aber insgesamt doch recht verregnet. Jo, dann kommen wir zum Ertrag und Verbrauch. Ja, wie gewohnt schaut es so aus. Ich zeige euch jetzt erstmal die Übersicht im VRM-Portal. Da sieht man da so in der Mitte, da haben wir so ein bisschen, ja, so einen Knick gehabt und da war es dann natürlich schon gut, dass man irgendwo so einen 43 Kilowattstunden Akku irgendwo in der Hinterhand hat. Das ist natürlich schon praktisch und ja, gerade in Zukunft wird es noch viel interessanter werden, wenn mal irgendwelche flexiblen Stromtarife wirklich mal interessant werden. Ja? Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Ertrag haben wir gehabt, 1514 Kilowattstunden Verbrauch von 532 Kilowattstunden aus dem Netz, 0,6 hat jetzt VRM ausgerechnet, real sind es 2 Kilowattstunden gewesen, abgelesen vom Zähler. Ja, und zum Netz nicht ganz 920, das stimmt leider nicht, das waren 884. Ja, das sieht man jetzt auch in der nächsten Folie, das ist hier. Das heißt, wir hatten im September jetzt noch eine Autarkie inklusive etwas Heizen von 99,6%. Und ja, insgesamt haben wir jetzt das komplette Jahr seit 3. März oder so 215 Tage Autarkie. Ja, also das ist schon gut, das funktioniert schon echt klasse. Ja. Und ich wenn da schaue, ja, andere haben da weitaus größere Anlagen, leben auch nur zu zweit oder so. Wir sind da doch irgendwo zu siebt mit Elektroauto und allem drum und dran. Und da finde ich das dann schon echt in Ordnung, dass es jetzt schon 215 Tage sind. Kosten für den Strombezug diesmal 2 Kilowattstunden, sagenhafte 64 Cent, ja, das sind schon Kosten, gell? Also da geht schon richtig was. Einnahmen durch den Verkauf, 884 Kilowattstunden, vom Zähler abgelesen, 88,40 Euro. Jo, und das macht dann insgesamt bei 1514 Kilowattstunden Ertrag und 17,93 Kilowatt Peak, die installiert sind, 84 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Ja, das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie es bei euch so ausschaut. Wie gesagt, ich habe ja verschiedene Ausrichtungen, dementsprechend habe ich immer so, also weder im Sommer noch im Winter so richtige Top-Werte. Das ist immer so ein Mischmasch über das ganze Jahr. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, das jetzt dann wieder richtig spannend wird, und zwar zum Ertrag nach den Winkeln. Ja. Schaut jetzt so aus, ich habe das jetzt mal ein bisschen umgebaut und zwar habe ich das mit so einem, ja, so einem Diagramm einfach gemacht. Im August sieht man noch, da hat die 20 Grad Anlage, also das ist die blaue hier, die Nase vorn gehabt. Ja, natürlich, da ist noch ja, Spätsommer, dementsprechend ist natürlich super, wenn die Anlage relativ
flach noch ist, ist ganz klar. Die 40 Grad Anlage war auch nicht so der Brüller, ja, war halt eben noch Sommer. Ja. Und dann sieht man jetzt schon im September, da dreht sich das Ganze jetzt langsam um. Ja. Da ist dann die 20 Grad Anlage ähnlich wie die 40 Grad Anlage und da sieht man schon, dass diese 75 Grad, also grau und gelb, das sind die Fassadenanlagen, ja. Der Unterschied kommt daher, dass das Gelbe eine AC, also eine Wechselstromanlage ist und das Graue ist eine DC gekoppelte Anlage, ja. Die hat natürlich einen besseren Wirkungsgrad und dementsprechend kommt eben auch mehr am Akku an. Das ist irgendwo ganz klar, ja. Aber da sieht man schon, dass der Unterschied vom August zum September bei der 75 Grad geneigten Anlage nicht so groß ist, als zum Beispiel von der 20 Grad geneigten Anlage. Ja, also das sieht man schon deutlich. Und jetzt geht es auch richtig wieder runter mit der Ost-West-Anlage. Ja, im Sommer ist die gar nicht so schlecht, aber ja, je mehr das im Winter zugeht, ist Ost-West einfach nicht wirklich die optimale Wahl. Und wenn man die Möglichkeit hat, also wenn man zum Beispiel am Feldrand wohnt oder irgendwo ja, eine Straße hat, eine freie, mit freier Sicht oder so, würde ich immer einen Zaun bevorzugen, wenn man eine Wärmepumpe hat. Ja. Also so ein Zaun optimal nach Süden, das ist natürlich schon richtig Premium. Habe ich leider nicht, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es erstmal einen Zaun. Das ist deutlich besser im Winter. Ja. Wird in Zukunft auch noch richtig interessant werden. Ich denke, dass das nie verkehrt ist, wenn man den Strom dann erzeugt, wenn man wirklich braucht. Ja. Also maximal Ertrag, so wie es früher eben immer war, finde ich jetzt auch nicht mehr so den richtigen Ansporn und ist auch nichts wirklich sinnvoll. So, dann geht es weiter zur Akkunutzung. Ja, das ewige Thema von den ganzen Kanälen, die da irgendwo irgendwas versuchen wirtschaftlich aufzubauen. Ja, da muss man halt auch in die Zukunft schauen, finde ich. Akku wird wichtig werden die nächsten Jahre. Es ist einiges im Umbruch. Und ja, da hilft eben mehr Akku, wenn man einfach mehr Akku hat. Ja, kann ich halt auch gezielt das Ganze laden. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre noch richtig interessant werden. Aktuell schaut es so aus bei uns. Ja, wie gesagt, sieht man nochmal die ganzen Verbräuche und alles. Letzten 30 Tage haben wir irgendwo so 40% knapp, also 39% aus dem Akku gezogen. Das heißt 214 Kilowattstunden ungefähr. Ja, und der Rest war Direktverbrauch. Ja, und da sagt er 0%. Stimmt natürlich nicht ganz. Das waren jetzt 2 Kilowattstunden, die wir irgendwo eingekauft haben. Und da sieht man jetzt schon, dass da so ein paar Tage, naja, wo eben der Ertrag nicht so ganz super ist. Ja, und wenn es dann mal 2-3 Tage schlechtes Wetter ist, dann ist es schon gut, wenn man vom Akku zehren kann. Also rein nur Nachtverbrauchen, Akku auslegen, mag vielleicht wirtschaftlicher sein, aber auf Dauer, ich weiß nicht. Ja, also, wie gesagt, das wird die nächsten Jahre, wird das Ganze dann mal entscheiden, ja, und mal aufzeigen, wie das Ganze dann so funktioniert, wenn man mal in die Direktvermarktung reinkommt und so weiter. Aber da kommen noch einige Videos, denke ich. Dann geht es weiter mit der Wolf CHA, also mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Schaut jetzt aktuell so aus, die lief, ja, ein paar Tage kann man schon fast sagen. Verbrauch elektrisch, sagen auf die 50 Kilowattstunden. Thermisch nur 232 Kilowattstunden. Ja, das macht eine Arbeitszahl von 4,64. Jetzt werden wieder manche sagen, boah, warum ist das so schlecht und boah. Ja, das hat halt einfach einen ganz einfachen Grund. Zeige ich euch hier mal. Ja, das waren die Tage, wo sie gelaufen ist. Und normalerweise, wer meinen Kanal kennt und den abonniert hat und mal das Ganze mal anschaut, weiß, dass die Wärmepumpe bei mir im Normalfall ja, durchläuft. Das heißt, die läuft durch und die läuft und läuft und läuft und geht eigentlich gar nicht aus. Und in der Übergangszeit mache ich das so, dass ich die einmal am Tag quasi starte, am Morgen, so um 8 Uhr oder so. Und dann läuft die bis zum Abend um ja, ungefähr 19 Uhr oder so, läuft die durch, in aller Ruhe. Und dementsprechend habe ich halt jeden Tag einen Start, den ich im Winter nicht habe. Und ich habe eben viel Standby, das sieht man jetzt hier schon. Und wenn man jetzt nur den Standby mit einrechnet, den ich ja normalerweise ja im Winter nicht habe, dann wäre die Monatarbeitszahl schon bei 5,5, also schon ein bisschen was anderes. Ja. Was noch mit reinhaut bei so Wärmepumpen bzw. Solchen Verdichtern, also das ist ein Scrollverdichter, der in der Wolf CHA drin ist,
Ein Scrollverdichter hat halt ein internes Verdichtungsverhältnis, ein festes, irgendwo im Bereich 2 zu 1 liegt das ganz grob, und hat eben auch einen sogenannten MOP, einen Maximum Operating Pressure, also das ist so ein Druck, so einen maximalen Druck, den man nicht überschreiten darf auf der Saugseite. Das heißt, die Verdampfung, also für die Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen, die Verdampfung kann einfach einen gewissen Wert nicht überschreiten oder darf einen gewissen Wert nicht überschreiten von der Temperatur her. Und dementsprechend ist der COP nach oben irgendwo begrenzt, wenn es warm ist. Ja. Hat aber den Vorteil, dass halt die Kiste natürlich auch bei niedrigeren Temperaturen effizienter läuft. Ja. Also das hat auch Vorteile im Winter. Wenn man es jetzt ganz korinthenkackerisch genau nehmen würde, würde man eigentlich sagen, na gut, im Sommer bräuchte ich, oder in der Übergangszeit bräuchte ich eigentlich eher einen Rollkolben und im Winter eigentlich eher einen Scrollverdichter. Ja, macht in der Praxis wenig Sinn. Ja, ob ich jetzt 5,5 Arbeitszahl habe oder 4,5 oder 6, das ist dann eigentlich in der Übergangszeit schon fast egal, solange ich noch PV habe. Ja, da reden wir von keinen Beträgen, das sind ein paar Euro. Ist dann eigentlich schon fast egal. Die meiste Energie braucht man eben doch im Winter und da muss es einfach effizient laufen. Das ist das A und O. Jo, dann geht es weiter mit der Brauchwasserwärmepumpe. Das ist ja ein Eigenbau und ja, läuft halt konstant dahin. Da gibt es jetzt eigentlich keine Auffälligkeiten bisher. Letzten Monat 41 Kilowattstunden elektrisch und 138 Kilowattstunden thermisch. 30 Starts, also jeden Tag einen, das ist so eingestellt und macht eine Arbeitszahl für den September von 3,37. Ja, das ist halt so bei dem Ding. Ja. Und der Keller ist trocken und kühl und alles ist gut. Wenn man das Ganze jetzt umrechnet, dann hat man 1,37 Kilowattstunden elektrisch pro Tag, 4,6 Kilowattstunden thermisch pro Tag. Wir haben keine Zirkulation, wir sind 7 Personen. Ja, und monetär macht es dann irgendwo 13,7 Cent pro Tag mit PV, was wir ja hatten, ja, oder eben die 43,8 Cent pro Tag ohne Photovoltaik, also auch keine wirklichen Kosten. Dann kommen wir zur Mitsubishi Split Klima, die hat dieses Monat nicht wirklich viel machen müssen. Das waren jetzt 10,8 Kilowattstunden, das meiste dürfte Standby gewesen sein. Zwei, drei Mal ist sie ein bisschen gelaufen, hauptsächlich zu Testzwecken. Wie gesagt, ist halt einfach so, ich muss das Ding mal ausprobieren, ob es dann noch funktioniert. Kann immer was kaputt sein oder irgendwo undicht oder was auch immer, aber das funktioniert noch und ist jetzt ready für den Winter, wenn es sein müsste. Dann kommen wir zum Leaf, zu unserem Elektroauto. Ja, und weil eben Altbausanierung sind wir nicht viel gefahren. Ja? Das heißt, 700 Kilometer, das ist jetzt nicht wirklich viel. Und 118 Kilowattstunden geladen. Ja? Ich habe, wie gesagt, im Sommer passe ich verbrauchsmäßig nicht so auf, sage ich ganz ehrlich. Das heißt, 16,9 Kilowattstunden ist kein Glanzwert. Das braucht, glaube ich, ein Model Y sogar noch weniger und ist größer. Und hat sich schon was getan in der Zeit. Mit PV sind wir dann bei 1,69 Euro pro 100 Kilometer und ohne PV wären das 5,41 Euro. Also wenn ich jetzt, sagen wir, keine PV, kein gar nichts, als Mieter, wie immer, und stecke das Ding einfach am Abend an und fahre einfach damit und kümmere mich um nichts, dann bin ich bei 5,41 Euro. Ja, was immer noch, sage ich mal, echt ein guter Wert ist. Jo, dann haben wir das Ganze jetzt eigentlich soweit durch. Ja, das waren jetzt die Zahlen für den September und nochmal ein dickes, fettes Danke an euch für mittlerweile 17.000 Abonnenten. Ohne Scheiß, also aktuell Wahnsinn, ja, echt cool. Die Videos werden gut geteilt bei euch, habe ich gesehen. Das läuft echt super aktuell und ich bin echt dankbar. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Kanal jemals so weit komme und es ist immer wieder erstaunlich. Und ich finde es echt klasse. Und sag es mal, die meisten Mails und teilweise auch Anrufe oder irgendwas, was ich bekomme, ist ja alles in Ordnung. Ein paar sind immer dabei, das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen läuft es gut und ich bin echt zufrieden. Ja. Wie gesagt, demnächst kommen noch ein paar
andere Videos zum Thema Wärmepumpe. Das ist jetzt wieder ein aktuelleres Thema, denke ich mal. Und vielleicht auch mit der ganzen Planung, wie ich das Ganze noch im Detail eingebaut habe. Was euch interessiert, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Dann versuche ich mal auf das Ganze einzugehen. Settings werde ich demnächst nochmal machen, weil mir die Frage aufgekommen ist, was ich da so genau eingestellt habe bei meiner CAA. Ich glaube, ich habe zwar schon mal ein Video gemacht, aber dann gehe ich das Ganze nochmal grob durch, ja, zeige euch das Ganze nochmal, was ich jetzt bei mir eingestellt habe, wie ich manches irgendwo vielleicht gelöst habe. Und ja, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.